1986. Der deutsche Historiker Heribert Illig stellt die Phantomzeit-Hypothese auf. Diese Theorie besagt, dass es die Jahre zwischen 614 und 911 nach Christus nie gegeben hätte und somit das Frühmittelalter eine Lüge ist. Befürworter dieser Theorie argumentieren, dass Schlüsselereignisse und Personen von Karl bis zu Alfred dem Großen entweder in einer anderen Zeitspanne stattfanden oder gar reine Fiktion sind. Möglicherweise seien sie sogar das Resultat einer bewussten Täuschung einiger mächtiger Menschen. Doch kann das sein? Leben wir in Wirklichkeit nicht im 21., sondern vielmehr im 18. Jahrhundert? Ein zentraler Punkt dieser Theorie ist die Einführung des gregorianischen Kalenders im Jahre 1582 unter Papst Gregor dem 13. Das ist der Kalender, den wir bis heute benutzen. In Wirklichkeit ist der gregorianische Kalender eine modifizierte Variante des vorherigen julianischen Kalenders, der bereits 45 Jahre vor Christus geschaffen wurde. Dieser hatte jedoch eine Schwachstelle. Er basierte auf Mondzyklen, die in ihrer Länge falsch berechnet wurden. So war im julianischen Kalender jedes Jahr 10,8 Minuten zu lang. Das wirkt vielleicht wenig, doch über die Jahre ist es viel. So wurde der gregorianische Kalender entwickelt, um die angesammelte Zeit zu korrigieren. Dafür wurden 1582 10 Tage ausgelassen. Nach dem 4. Oktober folgte gleich der 15. Oktober. Bereits hier sieht Heribert Illig die ersten Probleme. Er berechnet, dass die 1627 Jahre, die seit Einführung des julianischen Kalenders 45 vor Christus vergingen, eigentlich eine Abweichung von 13 Tagen in Summe ergeben. Da aber 1582 bei der Einführung des gregorianischen Kalenders nur 10 Tage übersprungen wurden anstelle von 13, hat der neue Kalender nur die Extrazeit bis 1282 berücksichtigt. Demnach fehlen 300 Jahre für eine sinnvolle Korrektur. Woher nahm man die zusätzlichen 300 Jahre, die den Kalender zu 1582 brachten? Die mangelhafte Qualität materieller Beweise vom Frühmittelalter macht diese Zeitperiode zum wahrscheinlichsten Kandidaten, frei erfunden zu sein. Historiker sind grundsätzlich auf geschriebene Dokumente aus alten Zeiten angewiesen. Bei einigen stellt sich oft erst später heraus, dass sie nicht echt sind. So hat sich der deutsche Historiker Horst Fuhrmann auf Dokumente verlassen, die jedoch von der katholischen Kirche gefälscht wurden. Die Dokumente wurden angeblich hunderte Jahre früher geschrieben, als sie in Wirklichkeit verfasst wurden. Sie berichten daher von Schlüsselmomenten der Geschichte Jahrhunderte bevor sie tatsächlich passierten. Unzuverlässige mittelalterliche Aufzeichnungen wurden zu einem derartigen Problem, dass 1986 genau zu diesem Thema eine große archäologische Konferenz in München stattfand. Aufgrund dieser Tatsachen vermutet Illig, dass irgendetwas faul an der Zeitberechnung ist. Theoretiker argumentieren, dass so einige historische Fakten einfach keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel wirkt die Existenz romanischer Architektur im 10. Jahrhundert nicht zeitgemäß, wenn man die Zeit berücksichtigt, die seit dem Fall des Römischen Reiches vergangen sein soll. Man nimmt an, dass die Zeitspanne zwischen den zwei Epochen in Wirklichkeit viel kürzer war als bisher vermutet. Illig bezweifelt außerdem die Existenz von Karl dem Großen, der König, der im frühen 9. Jahrhundert die meisten Teile Westeuropas vereinte und auch die Grundlage für das heutige Deutschland bildete. Illig berichtet in seinem Vortrag in Toronto 2005 übersetzt: Als ich all seine Biografien verglich, fiel mir schon bald auf, dass die Errungenschaften dieses Herrschers das Leben von 2, 3 oder 4 normalen Menschen benötigt hätten. Die Phantomzeit-Hypothese geht von mutmaßlichen Drahtziehern aus, die das Frühmittelalter erfanden. Einer davon sei Otto III., römisch-deutscher König, der zum Ende des 10. Jahrhunderts regierte. Dr. Hans-Ulrich Niemitz argumentiert, dass Otto III. Eigentlich während des 7. Jahrhunderts lebte, doch lieber im Jahr 1000 regieren wollte, weil er von einer Wiederkunft Jesu Christi ausging. Zusammen mit Papst Silvester II. Soll er mit anderen Chronisten die Vergangenheit rekonstruiert haben und Karl den Großen als Modellhelden geschaffen haben. Ein Held, der Otto III. Immer sein wollte. Während des 7. Jahrhunderts, in welchem laut Niemitz Otto III. Wirklich gelebt habe, war Analphabetismus weit verbreitet und niemand besaß eine Uhr. Damals fragte man den Priester nach Datum und Uhrzeit. Hatte Otto III. Papst und Gelehrte auf seiner Seite, hätte er tatsächlich einen Schwindel durchziehen können. Jedoch glaubt die Mehrheit der Wissenschaftler nicht an die Phantomzeithypothese. Neben den Vorwürfen unpräziser und missinterpretierter Zeitrechnung seitens der Theoretiker gibt es auf der anderen Seite Zeitmessungstechniken wie die Dendrochronologie oder Radiometrie, die die Zeitachse, wie wir sie aus dem Geschichtsunterricht kennen, bestätigen. Gegenstände wie Münzen und überlieferte Handschriften, die auf Karl und auch Alfred den Großen zurückzuführen sind, hätten damals ein unglaubliches Ausmaß an Fälschungen seitens der Verschwörer vorausgesetzt.
Außerdem können astronomische Ereignisse wie Mond- und Sonnenfinsternisse und der Hellesche Komet akkurat zu den mittelalterlichen Aufzeichnungen zugeordnet werden. Auch detaillierte Aufzeichnungen aus China, die zur gleichen Zeit datiert wurden, stimmen mit europäischen Ereignissen und dem gregorianischen Kalender überein. Was den Fehler im gregorianischen Kalender betrifft, gibt es gute Argumente, dass dieser absichtlich gemacht wurde. Papst Gregor der 13. wollte wohl, dass der Kalender nur um 10 Tage anstelle von 13 korrigiert wird, denn so konnte das Datum für Ostern dem offiziellen Datum des Konzils von Nikäa von 325 nach Christus entsprechen. Dieses Datum wurde mit Hilfe der Tag- und Nachtgleiche berechnet. Selbst Kritiker räumen ein, dass die Phantomzeithypothese nicht gänzlich widerlegt werden kann. So müssen wir uns die Frage stellen, könnte es wirklich sein, dass fast 300 Jahre an Kriegen, Menschen und Ereignissen im 10. Jahrhundert einfach nur erfunden wurden? Und wie immer bleibt uns die Wahrheit verborgen. Eine unglaubliche Vorstellung, oder? Und ich hatte mich schon immer gefragt, wie zur Hölle hat Karl der Große das alles geschafft? Jetzt hast du vielleicht eine Erklärung. Ja, was meint ihr, verehrte Strengeheim-Zuschauer? Wie verlässlich ist die Dokumentation aus historischen Zeiten? Schreibt eure Meinung und das Video in unsere Akten.